So, jetzt sind wir verbunden und das ist im Januar natürlich immer ein lohnenswertes Ziel mit Kuba. Hallo. Hallo, Annette. Mike. Meine Kollegin Annette Miete vom Jobstarter-Projekt Kuba. Kleine Unternehmen bilden aus. Dafür steht die Abkürzung Kuba. Wir sind leider nicht in Havanna jetzt am Strand, aber was nicht ist, kann ja demnächst noch werden. Aber zum Projekt Kuba, das läuft seit 2018 im Rahmen des Bundesprogramms Jobstarter Plus. Das ist ein Programm, wo man an sich Unternehmen unterstützt bei der betrieblichen Ausbildung. Das macht der Verein Lausitz Matrix, zu dem Annette und ich gehören, schon seit 2008, 2007, 2008 ungefähr hat das angefangen und wir haben immer noch riesengroßen Spaß dabei. Und bei Kuba unterstützen wir also kleine und Kleinstunternehmen im Kreis Görlitz bei der Ausbildung und so ein kleines Unternehmen zählt bis 50 Mitarbeiter. Annette, erzähl doch mal, wie viele Unternehmen betreut das Team Kuba denn im Landkreis Görlitz? Also aktuell betreuen wir 72 Unternehmen und wir konnten jetzt seit 2018 die Unternehmen mit der Vermittlung von 91 Ausbildungsplätzen und circa 8 EQ-Plätzen unterstützen. Und ja, Ziel ist so die gezielte Stärkung der Kleinunternehmen und auch das Sichtbarmachen. Ne? Das ist ganz wichtig, dass die bei der Zielgruppe, bei der jungen Zielgruppe auch ankommen und das haben wir bis jetzt ganz erfolgreich umgesetzt. Ja, das klingt ja gut. Also fast 100 Ausbildungsplätze im Prinzip gemeinsam mit den Klein- und Kleinstunternehmen im Landkreis Görlitz entwickelt und besetzt. Das ist eine gute Leistung. Welche Hilfe benötigen denn die kleinen Unternehmen in der Praxis? Wie funktioniert das ganz konkret? Gibt es da ein, zwei Beispiele? Also ich habe ja gerade angesprochen, oft fehlt es ja den kleinen Unternehmen an Zeit, personellen und auch finanziellen Ressourcen, um jetzt so rauszugehen, sich sichtbar zu machen, sich zu präsentieren. Und da setzen wir an mit unserem Huckepack-Marketing. Also das bedeutet, wir machen das Unternehmen sichtbar, indem wir zum Beispiel die vorhandenen Ausbildungsplätze einpacken quasi und auch an die Zielgruppe, an Schulen, an Messen präsentieren, um natürlich dort die Plätze besetzen zu können. Genau, also das ist so das Wichtige dabei. Dann geht es manchmal auch bei kleinen Unternehmen, die schon lange nicht mehr ausgebildet haben. Also wir haben zum Beispiel auch kleine Betriebe, die zum ersten Mal ausbilden. Da geht es zunächst erstmal auch um die Beratung und um die Ausbildung zu fragen, auch und Fragen zu Unterstützungsleistungen und ja, auch einfache Fragen, wo kann ich Praktikanten mir organisieren? Was für finanzielle Hilfen gibt es? Also es ist ganz, ganz vielschichtig, wo dort gerade der Schuh drückt und wo unsere Beratung dann auch ansetzt. Also Genau. Das ist, glaube ich, ganz gut zu verstehen. Also, dass wir so eine Anlaufstelle sind, wo sich Unternehmen hinwenden können. Und von uns aus, soweit ich das immer einschätzen kann, gehen dann natürlich auch die Beratung weiter bei denen, die dann sehr tief im Thema stecken. Also sprich, Kammern, Arbeitsagenturen genau. und wer alles Ja. mit Also, betrieblicher Ausbildung zu tun hat. genau. Also, wir verstehen uns dann auch so ein bisschen als Vermittler, als Mittler zu den zuständigen Stellen, zu den Kontakten, wo dann natürlich auch speziell dann auch noch tiefer weitergeholfen werden kann, wenn es auch um Anträge geht, etc. Genau. Jetzt haben wir das Phänomen, dass bei jungen Menschen vorrangig so größere Unternehmen bekannt sind, die ausbilden. Also die Namen hört man immer wieder. Wir wollen jetzt keine Schleichwerbung machen. Und bei kleinen Unternehmen, wir haben es gehört, ist es schwierig, die überhaupt in den Blickpunkt zu rücken. Aus deiner Sicht, Annette, du hast jetzt 3 Jahre lang sehr intensiv mit kleinen Firmen zusammengearbeitet. Welche Vorzüge bietet denn auch eine Ausbildung bei kleinen Unternehmen? Also wir haben natürlich auch uns viele Unternehmen angeschaut, sind dort auch ja, im Betrieb unterwegs gewesen, mit den Ansprechpartnern in Kontakt getreten. Und was mir auch immer wieder so auffällt, ist erstmal so manchmal das oder sehr oft das familiäre Klima. Dann, also dieser Zusammenhalt, da wird sich sozusagen um den Azubi auch gut gekümmert. Das ist auch manchmal so für Schüler wichtig, die jetzt ja von der Schulbank in den Betrieb, dass manchmal auch noch so
Hürden zu nehmen, schüchtern, das Selbstbewusstsein manchmal noch nicht so ausgeprägt. Also wie gesagt, diese familiäre Atmosphäre gefällt mir ganz gut oder ist ein Pluspunkt. Dann natürlich auch die Chance der Übernahme. Also die Kleinunternehmen bilden für den eigenen Bedarf aus. Also man hat dann auch wirklich eine gute Chance, übernommen zu werden. Und natürlich auch danach ist ja kein Ende, sondern gerade die Qualifizierung, die Weiterbildung, zum Beispiel einen Meister im Betrieb machen. Man kann dort eine Karriere anstreben, die Karriereleiter hochklettern, ja, bis zur Unternehmensnachfolge. Also da ist, sage ich mal, der Weg nach oben frei. Genau, also das sind so die Vorteile eigentlich. Also man heiratet dann quasi ein bisschen auch in eine berufliche Familie ein. Genau, ja, quasi. Okay. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass gerade in der aktuellen Phase, Stichwort Corona, gerade kleine Betriebe auch extremst leiden und Schwierigkeiten haben. Wie zeigt sich das denn auf dem Feld der Ausbildung? Also natürlich haben wir Unternehmen, die jetzt momentan geschlossen sind. Also das sind kleine Friseurläden, Gastronomie. Da ist jetzt komplett, sage ich mal, die große Belastung dadurch durch die Schließung. Und da ist natürlich dann auch die Sorge groß, die vorhandenen Azubis zu halten. Also da geht es natürlich auch um die Existenz. Und auf der anderen Seite habe ich von Unternehmen gehört, die jetzt letztes Jahr 3 oder 2 Azubis ausgebildet haben, die es ja vorsichtig mit einem Azubi rangehen als Ziel. Das sind so die Herausforderungen gerade. Und generell jetzt unabhängig von Corona haben ja kleine Unternehmen immer so ein bisschen, was ich schon angesprochen hatte, den Nachteil, nicht so gesehen zu werden. Auch bei Eltern werden die nicht so wahrgenommen. Man schaut eben nach den großen Unternehmen beziehungsweise unterstützt auch die Bewerbung in der Richtung. Aber gerade bei kleinen Unternehmen, die Vorteile hatte ich ja schon genannt, ist es ganz wichtig, dass auch Eltern sich vielleicht nicht nur immer so nach den großen orientieren, sondern auch in der Richtung schauen. Genau. Und deshalb habt ihr ja auch eine Menge kleine Unternehmen aus eurem Projekt mitgebracht, habt die teilweise auch vertreten hier bei den Oberlausitzer Karrieretagen, sodass wir also neben den vielen namhaften Unternehmen, die wir hier auch am Start hatten, durchaus auch kleinere Betriebe dabei hatten, denen die Möglichkeit gegeben haben, hier im Konzert mitzuwirken. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Jetzt geht im Juni das Projekt Kuba zu Ende, Annette. Kurze Bilanz, welche Erkenntnisse wurden gewonnen und kurzer Ausblick, wie setzt das Team denn die Erfahrung dann auch nach Projektende weiterhin um? Ja, also wir sind natürlich weiter beratend tätig für unsere Unternehmen und natürlich auch auf der anderen Seite für die Schüler. Wir haben ja jetzt zu der Messe 40 Ausbildungsplätze mitgebracht, also von der Fachkraft für Fruchtsafttechnik beim Koch bis zum Tischler ist alles dabei. Also es gibt auch dieses Jahr wieder sehr spannende Ausbildungsplätze. Die Schüler können sich gerne auch natürlich bei uns außerhalb der Messe melden und wir unterstützen auch weiterhin natürlich bei den Bewerbungsunterlagen erstellen, Vorbereitung für Vorstellungsgespräche etc. Das läuft natürlich jetzt verstärkt online, also über Videochat, Telefon, E-Mail-Bewerbung. Also da sind wir weiter natürlich auch aktiv da. Dann hatten wir ja im Rahmen jetzt unseres Projektes eine Befragung durchgeführt mit der Hochschule in Löber mit einer 11. Klasse. Und dort hatten wir mal nachgefragt, was spricht die Zielgruppe an zum Thema Ausbildungsmarketing. Und auch diese Erkenntnisse sind sehr spannend. Die haben wir zu Handlungsempfehlungen zusammengefasst, die auch jetzt für Unternehmen zur Verfügung stehen. Und in der Richtung werden wir auch weiter beratend tätig sein. Also das ist ganz wichtig. Also jetzt wichtiger aktuell natürlich denn je, dort als Anlaufstelle weiter zu unterstützen. Wunderbar. Die Erkenntnisse zu dem Marketing für junge Leute, wie spreche ich die am besten an? Was ist top und was ist flop? Das finden wir wo, Annette? Und zwar bei unserer Kuba-Seite haben wir Material für Unternehmen, also www.kuba-görlitz.de. Da gibt es eine Rubrik Material für Unternehmen und dort sind Handlungsempfehlungen mit hinterlegt. Genau. Und ansonsten uns anrufen, kontaktieren, da können wir uns auch darüber austauschen. Wunderbar.
Vielen, vielen Dank. Das war unser Gespräch mit Annette Miete vom Jobstarter-Projekt Kuba. Kleine Unternehmen bilden aus. Das Ganze wird dankenswerterweise finanziell unterstützt, gefördert durch das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung und die Europäische Union. Vielen Dank, Annette. Ja. Viel Freude noch bei der Messe. Vielen Dank.